Können KI-Systeme so effizient und intuitiv arbeiten wie unser Gehirn? Wie können wir künftig klimaneutral bauen? Und kann Hochleistungselektronik in Zukunft ökologischer werden? Forscherinnen und Forscher an der TU Dresden arbeiten an Lösungen für die drängenden Fragen unserer Zeit und leisten so Beiträge zu wichtigen Zukunftsthemen. Damit nehmen sie am hochkompetitiven Auswahlprozess der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern teil. Zusammen mit den drei Exzellenzclustern CETI, CETI-QMAT und Physics of Life schickt die TU Dresden 6 Clusterinitiativen ins Rennen um das Förderprogramm von Spitzenforschung. 4 davon verantwortet die TU Dresden selbst und erreicht damit das zweitbeste Ergebnis in diesem Abschnitt des Wettbewerbs. In den letzten Wochen und Monaten haben die Teams auf hunderten Seiten ihre Forschungsvorhaben beschrieben und die Anträge jetzt bei der DFG eingereicht. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag, dass die TU Dresden Exzellenzuniversität bleibt. Sie schärfen das Forschungsprofil und tragen dazu bei, die TU Dresden als Spitzenuniversität des 21. Jahrhunderts weiterzuentwickeln. Die DFG wird am 22. Mai 2025 über die Clusteranträge entscheiden. Dann wird sich zeigen, ob unsere Teams erfolgreich sind. Wir gratulieren schon jetzt allen Beteiligten zu der herausragenden bisherigen Leistung und wünschen maximalen Erfolg für den Wettbewerb. Ihr wollt mehr über die Spitzenforschung erfahren? Über die Videobeschreibung findet ihr mehr Infos.